Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dungeon Siege im LAN-Modus, im Multiplayer-Modus. Ja, wir haben eine extrem schwere Festung hinter uns, den Wessing Cross. Und ja, sind wahrscheinlich nicht mal in der Hälfte angekommen. Auf jeden Fall kommt da noch ein großer Saal, den überspringe ich eventuell. Ach, ein bisschen, weil der ist jetzt wirklich nicht interessant. Ich möchte einfach zu dem Versteck gehen und dann zur Spinne. Aber die ist wirklich jetzt nichts Besonderes. Sie hat mich da schon damals schon ein bisschen geflasht. Aber auch nur wegen der Größe, weil ich so große Gegner eigentlich nur aus The Legend of Zelda gewohnt bin. Nicht aus einem einfachen Action-Rollenspiel. Und das war schon cool, also. Damals hatte ich wirklich schon große. Geht doch mal weg. Jetzt sterbe ich noch, weil ich einfach nicht. Ich konnte einfach nicht nach links. Ich habe mich nach links bewegt und konnte nicht. Ich glaube, ich muss sterben, hä? Ich muss sterben. Wieso ist es so frech gemacht? Was soll das eigentlich? Sind wir hier irgendwo in einem "Ach, das Spiel kann nicht gesteuert werden" Roman Spiel? Tja. Wir haben hier keine. Der Ding sind auch aus irgendwie. Hallo? Wieso sind diese. Scheinbar wegen dem Tod oder so. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. So ist er bald fertig. Nach 15 Sekunden, okay. Ja, richtig blöde, hä? Also es nervt meistens. Wenn man halt tot ist, weil man immer wieder als Spuk regenerieren muss. Die Gegner sind halt einfach zu böse, man kann nichts, kein Heiltrank saufen. Aha, das auch noch. Wieso wird das geswitcht? Ich muss das wirklich mal rausnehmen, das Geswitchen. Glaube ich die 1 drücken. Ja. Aber ist das denn vielleicht das, die 1 gedrückt? Also hier ist es sehr schwer zu kämpfen bei dieser Steuerung. Ja, ja sie ist ja nicht so schlecht, aber eben, man kann nicht einfach irgendwo hinklicken, wenn das Spiel sagt nein. Wenn das Spiel sagt nein, dann meint es auch nein. Spiel sagt, wann du stellen kannst. Einfach die Landschaft, die Objekte ausblenden oder hier die Wand im Weg ist, dann kannst du nichts machen. Dann stirbst du. Haut ab. Aber ein bisschen besser, effizienter. Lieber Dragobase, du wirst so schön gekennzeichnet. Boah, jetzt verrede ich mich auch noch. Hallo. Ja, liebe Leute, wir haben hier brisante Themen. Wir verplappern uns wegen dem Stress. Ja, nicht wegen dem Stress, aber wegen diesen scheiß Problemen, die das Spiel macht. Aber hey, hier haben wir endlich mal einen viel zu später Schrein. Ah, jetzt will ich doch nicht glitschen. Ja, genau, du. Da, ja, du. Jetzt aber den richtigen Knopf drücken, wenigstens. So. Ja, ja. Oh, ein bemalter Unterschied. Ein Unterschied. Aber ein Unterschied.
So, jetzt zuerst einmal den beschwören. Ja. Boah, diese Mana. Ah, deshalb sind die Beschwörungen so schlecht, weil sie so viel Mana kosten. Sieht's. Nein, nicht den nehmen. Tschüss. Ich hau mal ab. Du kannst ja ein paar Gegner noch töten, bevor du stirbst. Endgültig den Boten gleich gemacht wirst. Boah, hab ich Probleme mit dem Reden. Wenn ich so konzentrieren muss. Boah. Also ihr könnt vorstellen, ihr müsst ja auch schauen, dass ihr nicht eine falsche Bewegung macht und so weiter. Das ist schon schwer. Weil gewöhnt bin ich an dieses Spiel natürlich schon lange nicht mehr. Ja, ja, aber cool ist es. Vielleicht habt ihr nicht so ein Nostalgie-Ding-Riecher, aber das ist natürlich früher absolutes Krönung gewesen, solch ein Spiel. Also das war für mich ein Riesenluxus, nach Diablo 2 ein solches Spiel zu haben, mit 3D, mit echtem 3D. Das war die Krönung der Krönung. Der Krönung. Krönung. So, genau, du machst halt so viel Schaden. Also, dann beschwören wir bald wieder einen, aber Pause bitte. Du stirbst ja sowieso so schnell. Ja, ja. Jetzt wieder überall hinschauen. Da sehe ich nichts. Ach, so viel. Sie hauen ab. Um, beide auf einmal. Zwei auf einem Streich. So. Ja, Licht brennst du nicht genug. Überhaupt nicht hell. Kampfbogen. In Diablo 2 bekommt man das erst in Nacht 3. Ja, übertreib's nicht, gell? Und du Spinne, du hast hier nichts verloren. Geh zurück zu deiner Mama. Treibt's nicht mit dem Damage. Ich hab keinen Bock auf Damage. Ich hab keinen Bock. Weil ich keinen Bock habe. Wo kommt jetzt dieses Höhlensystem? Das sind so Mini-Höhlen. Das muss jetzt eigentlich kommen. Oh, schön. So haben wir... Oh. Nein, wir haben nicht alles. Ja, aber nicht lecken während dem... Ach, schön. Wunderbar. So.
hier noch. So. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Hier könnte überall irgendwas sein, was ich nicht mehr so erinnern kann. Nein. Also ihr könnt vorstellen, was das für ein Flair ausmacht, endlich mal wieder in einem Dungeon zu sein, den ich immer abgrundtief gehasst habe. Wenn man natürlich noch nicht so stark ist. Ich habe sehr viel im Multiplayer gespielt im LAN-Modus. Auch mit Kollegen zusammen, aber mit dem Kollegen ist es natürlich schon wieder halb so leicht. Also jetzt könnt ihr vorstellen, ich habe alles alleine gemacht. Mein Vater hat auch immer alles alleine gemacht, aber der hat immer Kriege genommen. Mit Kriege ist es einfach. Also da gehst du eigentlich rein und klopfst und gehst wieder raus und heitern saufen. Klopfst du wieder. Ist relativ einfach, aber so immer wieder sich zurückziehen müssen, also ständig. Ist schon hart. Aber eben, ich habe ja Challenges so gewollt. Und die mache ich auch. Jetzt. Du doch den angreifen? Nein, den angreifen! Nein, den angreifen! Den angreifen! So. Jetzt nehmen wir nochmal einmal mit. Ja. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Das kommt plausibel vor. Habe ich eigentlich Missbildung nicht hier drüben? Ja. Okay. So, aber leveln tun wir, hey. Shit. Was? Schwer? Schwerter zu Pflugscharen. Das tönt irgendwie nach Herr der Ringe, hä? Geschichten der Droge. Oh, die Drogs, ja. Die sind mir noch sehr bekannt, weil sie so süß sind. Ah, ich mag die so. Zu orange Männchen. Aber mehr kann ich ja nicht sagen. Zweimal zwei Gegner besiegt von den Fetten. Das ist doch süß. Genauso wie die Drogs. Ah. Episch. So, ich merke schon, die Spinnen kommen wieder. Also hier war eben noch nichts mehr. Ne? Und wenn ich dir das vergesse und ihr wisst, dann sagt es mir bitte, gell? Aber wie möchte ich jetzt auch nicht erkunden. Weil wir ja sonst 1000 Parts brauchen. Oh ja, eine Falle. Ich finde es immer genial. Also das Kampfsystem, also wie soll man das sagen, dieses Verlies-System ist viel besser als bei Diablo 3, wo man nur sich tot kloppt in einem der Great Rifts oder so. In Dungeon Beach 1 würde ein Great Rift wahrscheinlich extremst mit Rätsel bestickt sein und so weiter. Das wird das ganz besonders sein. Wisst ihr was? Oh Mann, ich hab's wieder geswitcht. Ich will einfach nur den Skill wechseln. Geht das nicht? So. Danke. Sehr nett.
Haben wir noch Platz? Ich denke schon. Ja. Ah, so weiter geht's. Jetzt ist natürlich der Eingang im Weg. Ja, jetzt bist du gute Dienste, hä? Auch wenn du sehr wenig Schaden machst, natürlich. Stell dich vor, wie viel Erfahrung ich bekomme durch ihn. Ich glaube immer auch, wenn er angreift oder nur wenn ich ihn einsetze, den Skill. Eins von beiden. Du hast Geschicklichkeit bekommen, sehr gut. Hit and run, hit and run. Sehr gut, hast du einen Gegner besiegt, hä? Noch ein Gegner besiegt. Wow, bist du stark. Wow. Ist ja mega eine Hilfe. So, wie viel Leben hast du noch? 81, okay. Ach, schön. Aua. Und wie viele Sekunden noch? 241. Also ihr seht, die Beschwörungen sind eigentlich für einmal pro 5 Minuten oder so sehr gut. Aber mehr würde ich sie auch nicht einsetzen. Also ihr braucht sie jetzt dringender. So, hier rein. Umschauen. Nö. Also jetzt kommen wir langsam. Boah, ist schon wieder so spät im Part. 17 Sekunden. Machen wir einen dritten Part. Sehr schön. Das ist nicht süß. Oh, der Damage. Oh. Oh, wie süß. Heute wird süß, spinnig. Machst viel Schaden, hau ab. Ja, genau. Tötet mich noch. So, jetzt fängt es an spaßig zu werden. Wenn der Skill hohe Stufe ist, dann macht er fett viel Damage. Also ihr seht ja auch, wie viel Damage ich schon mache. Nein. Wieso greifst du ihn nicht einfach an? Was ist denn das Problem? Ich habe den Kopf angeklickt und ich konnte ihn nicht angreifen. Der Kraft ist einfach drüber gegangen. Das ist auch ein bisschen blöde. Ach ja, manchmal hat es schon ein paar Tücken. Ne? So Spinnis kommt. Kommt ihr nicht? Das sieht doch aus, als würde er hier Spinnen kommen. Ah, jetzt leckt es nochmal kurz. Ach, die Steam-Version ist so schlecht. Ich hätte lieber die CD-Version noch gehabt. Mein Vater braucht sie nämlich auch. Und er kann nur die CD-Version haben, weil er Steam nicht besitzt. Und nicht will haben. Weil er natürlich sich überhaupt nicht auskennt mit solchen Systemen und so. Und ich ihn auch nicht umenden kann. Tja.
Der Kriecher, ich mag die. Aber bitte nicht zu nah an dem Kriecher. Nee? Ah ja. Gequälte Seele. Ah, gequälte Leiche. Okay. Da ist nochmal ein Feuerregenzauber, den verkaufe ich schon gerne. So. Also dann haben wir 20. Okay. Können wir noch ein bisschen weitermachen zum guten Glück. Oh ja. Den brauche ich also später auch. Natürlich. Hier hinten ist nichts. Kommt man eigentlich rein. Hier ist aber vielleicht etwas. Nö. Denke nichts. Also, dann machen wir mal wieder einen Sumpf. Ah, einfach Wasserspei. Nicht Sumpf, Wasserspei. Ah, jetzt geht's tiefer. Ist auch nichts, ja. Also, dann haben wir das schon mal hinter uns. Und hier ist nur der Lift holen. Okay, seht ihr mal etwas richtig Cooles. Ich finde diese Lifte eigentlich richtig cool gemacht. Das ist wirklich ohne Ding Ladepausen oder so. Es geht einfach runter. Das ist so cool gemacht. Und das damals schon, 2002. Das tut ein bisschen Spannung aufbauen. Ja. Oha. Oha. Genau, das ist auch gut nach dem Lift einfach mal ein bisschen mehr Monster bringen. Ah, genau, töte mal alle. Also das ist jetzt durch die Kampfmagierstufe höher, stärker geworden. Genau, jetzt haben wir hier diesen Raum und dann auch der Raum. Ja. Mit den Sachen machen. Ihr werdet es ja schon sehen. Aber ich weiß, wo ich wieder bin. Nach so vielen Jahren nicht gespielt. Ich weiß nicht, 2013 war es, dass ich das mal ein bisschen Let's Played habe. Aber auf jeden Fall habe seitdem nicht mehr angerührt. Weil ich halt einfach viel zu viele Projekte habe im Moment. Natürlich nicht spielen kann noch nebenbei. Weil ich muss viele Let's Plays aber immer wieder vorbereiten und ein bisschen leveln oder sonst irgendwas machen. Ach, ich liebe den Sumpfwasserspeier. Sumpfwasserspeier. Mann, einfach Wasserspeier. Aber es tönt so schlecht. Und in dieser Konzentration, die ich gerade habe, durch das immer konzentrieren, ist es natürlich auch nicht leicht, den auszusprechen, nicht? Aber einfach Wasserspeier. Und bald möchte ich aber eine andere Beschwörung haben. Hä? Ich will alle sammeln. Ich bin der Pokémon-Sammler. Ja, ja. Eine Filzhaube. Ist auch eins, aber die sieht einfach schnuckeliger aus. So.
Ach, schau an, wie wir aussehen. Hä? Richtig cool. Da müssen wir natürlich auch Fackeln machen. Schauen wir noch kurz hier hinten dran. Aber da ist wirklich nichts. Also, machen wir noch die 5 Minuten ein bisschen weiter. Ah, jetzt kommen die Höhlen. Früher wusste ich nicht, dass man hier rein kann. Ich dachte immer, ja, da kommen die Gegner raus und man kann nicht rein. Aber ja, nach ungefähr 4, 5 Mal die Kampagne durchspielen im LAN-Modus habe ich dann gewusst, weil ich einfach rein konnte. Ich glaube, sogar mein Vater hat es gemerkt. Aber ich war immer so einer, der halt nicht immer alles nachschaute. Mein Vater war, der es nachschauen hat. Ja, oh cool. 6 Rüstungspunkte. Mein Vater war der, der immer extrem viel nachgeschaut hat. Und ich habe es einfach von ihm so. Also viele Sachen, die ich momentan verwende in den Let's Plays und so, Taktiken und so, habe ich von ihm. Er ist schon ein richtig guter Zocker. Weil er eben nicht, er hat den Drang nicht, ein Spiel durchzuspielen. Das ist es einfach. Wenn man den Drang nicht hat, dann kann man so viel lernen. Der The Legend of Zelda: A Link to the Past in ungefähr 5 Jahren durchgespielt. Und ich habe ungefähr einen Monat, ja nicht mal einen Monat gebraucht, komplett ohne Hilfe. Also ich habe ja nie ihn gesehen, wie er gespielt hat, weil ich immer Schule hatte und so. Aber ich hätte das wirklich so schnell eigentlich fertig gehabt, weil ich konnte nur ungefähr eine Stunde, nicht mal eine Stunde, durch meine Mutter. Konnte ich nicht mal eine Stunde pro Tag spielen. Ich hatte es sehr streng, also darum kann ich ja auch das verstehen, dass viele Leute nicht Zeit haben, meine Videos zu gucken. Aber es wird natürlich auch schon viel, viel besser, also es freut mich extremst, dass es so viel besser wurde. Ich werde langsam berühmt, habe ich so das Gefühl, und das freut mich einfach mega. Weil ich auch einen Server habe, der gut klappt. Minecraft-Server habe ich. Und habe Path of Exile momentan. Ich mache die Fackeln immer an, dann weiß ich, wo ich schon war. Greif doch an! Irgendwie hat er der Hintere angegriffen und dann gemeint, ja, er muss nicht angreifen, weil er es eh nicht erreichen kann. Tja. Das ist manchmal nicht so gutes Spiel, aber es war eine Revolution. Es war so cool. Also das ist der Hauptraum 1. Es gibt noch einen zweiten Hauptraum. Aber hier drin gibt es schon mal Schätze. Im zweiten gibt es, glaube ich, sogar einen Boss. Aber ich möchte den Part leider nicht so lange machen. Deshalb höre ich jetzt hier auf und mache ein bisschen einen schweren Spoiler fürs nächste Video. Tschüss!